Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunner Gaming und heute bin ich mal wieder in dem Bus-Simulator. Und ich würde auch sagen, dass ich direkt mal eine neue Strecke mache. Da ich hier alles verbinden will. Warte mal. So. Zack. So, dann hier. Dann da, dann hier rein, dann da rein, dann dort. Dann da. Dann da. Und jetzt habe ich es perfekt. Speichern. Und wir fahren auch mal direkt. So, So. Perfekt. Alles eingerichtet. Das heißt, wir können fahren. So. Dann öffnen wir mal die Tür und gucken erstmal hier hinten. Tür für die Beendsperren. Ah, es gibt ja keine Tricktür. So, und rein. Starten wir hier mal alles, so. Und fahren los. Ich fahre natürlich wieder mit Lenkrad und Gaspedale. Genau. So. Los geht's. Da ist ein Blitzer. Da müssen wir auch immer drauf achten, dass wir nicht geblitzt werden. Ne? Wir müssen jetzt erstmal zum Mediacenter, glaube ich. Wie schnell darf man hier eigentlich fahren? Ich glaube nur 50, ne? Egal, ich fahre einfach schneller. Was soll's? Ich muss hier rechts rein. Nächster Halt, Mediacenter Astra. So. Kurve haben wir doch gut gemacht. Ja, da können wir ja drüber fahren. Ist ja eh noch keiner im Bus. So. Ich habe jetzt auch eine neue Strecke gemacht, damit wir einfach alle Haltestellen in einem haben. Wir müssen 180 Passagiere noch, sag ich mal, transportieren, damit wir endlich diese Müllaufgabe gemacht haben. Und dann geht's alles. Ja. Nicht wundern, ich habe die Grafik hier ein bisschen runtergestellt. Das heißt, man sieht nicht alles zu 100%. Damit es auch ein bisschen lagfrei ist. Dieses Spiel laggt halt einfach von selber. Also, das Spiel laggt halt. Ich kann da nichts gegen tun. Vielleicht hole ich mir auch bald den Bus-Simulator 21 Chef. Leute, damit ich nicht mehr dieses alte Kackspiel spielen muss. Ne? Genau. Oh. Ich habe aus Versehen Türen geöffnet. Da habe ich aus Versehen die Türen geöffnet. So. Okay. Okay, jetzt habe ich vor. So. Das ist schon sehr ruhig, wenn hier keiner drin ist, ey. Das ist schon geil. Wenn hier keiner drin ist. Das ist schon ruhig. Aber jetzt kommen wieder
Millionen Menschen. Auf einmal steht da gar keiner. Kann ich mal schneller fahren? Nicht den ganzen Tag Zeit. Fahr jetzt schneller! Oh, da steht ja mein Kollege. Okay, ich korrigiere, er steht da nicht mehr. So, steigen Sie hier mal alle ein. Wow, einfach nur zwei. Gut, fahren wir einfach weiter. Muss natürlich auch den Gang reinmachen. Oh, was stinkt denn hier so? Ja, was stinkt, vielleicht stinkst du. Wenn du Deo mit hast, kannst du gerne damit rumsprühen. So, müssen wir rechts rein in den Astra Park. So, jetzt gehen wir zur Westspeiche. Westspeiche, ich komme. Oh yes, die läuft einfach wo auch immer hin. Ja, Junge, jetzt bremst die mich aus. Da ist wieder mein Kollege. Treten Sie mal ein bisschen auf die Bremse. Nee. Halten Sie mal eher Ihre Fresse. Die denken auch, ich mache hier die Türen auf. Aber ich warte nur, bis dieser scheiß Bus mal eigentlich kommt. Sehr pünktlich. Danke. Hey. Immer wieder gern. Ja, hauen Sie ab, Wald. Typ. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja, Sie kommen auch. Welche? Na. Danke. Eigentlich kann man auch Fahrkarten vorher kaufen, aber egal. Ich bin schon wieder im falschen Gang drin, ey. So. Ich bin im Gang nicht drin. Ah, jetzt. Jetzt kann ich fahren. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Das interessiert niemand. Junge, die sind so behindert alle. In diesem Bus. Außer ich. Ich nicht. Ja, vielleicht doch ein bisschen. Man weiß es nicht. Kann ich jetzt wenn ich fahren? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich einfach hier rum. So. Problem gelöst. Müsste ich nicht 100 Millionen Jahre drauf warten, sonst komme ich hier nämlich noch zu spät. Nächster Halt, Südspeiche. So. Was? Steigen Sie ein, steigen Sie ein. Sie wollen zunächst halt. Dann geht pennen. Danke. Bitte. Ach, ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Dann geh pennen. Nächster Halt. Stockerplatz. Stockerplatz. Fick dich doch. Die letzte Folge vom Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Kommt einfach mal so ein Auto von vorne, Junge. Der sieht doch, dass ich hier angefahren komme. Naja, ist ja irgendwie verboten. Ne? Na? Egal. Polizei beschwert sich schon nicht. Und wenn, kriegen sie eine Faust ins Gesicht. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Nein. Ausgesehen, als würde sie schlafen. Furchtbar. Ja, das interessiert nur niemanden. Rede mit einer Oma darüber. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Weiß nicht, ob du es kannst.
Danke. Ja, kriegen Sie doch gerne. Mist, ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, nimmt den Pizza. Nee, LKW, du bleibst da stehen. Ich hab Vorfahrt. Ach! Fick dich doch. Ich hab extra noch gebremst. Eine Vollbremsung machen müssen. Hätte einfach eine Vollbremsung machen müssen. Egal. Dann hätte ich aber wieder eine Strafe bekommen wegen wegen zu heftigen Bremsen. Das Spiel ist so lächerlich, ey. Ist einfach so lächerlich. Ah, da ist wieder mein Kollege. Da ist mein Kollege. Nächster Halt, Grennisplatz. Grennisplatz. Bin immer pünktlich. Oh. Tschüss. Tschüss. Wollen Sie einsteigen? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Weiß ich nicht, ob du es kannst. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Hol dir welche auch im Fahrkartenautomat. Dass die alle hier in. Scheiß Dings brauchen, ey. Das ist doch unnormal. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war. Ja, genau, damals. Das war als. Ja, echt schön, dich zu sehen. ich wünsch dir was. Ja. Behindert. Ich hab ja gesagt, sie sind alle hier behindert im Bus. Außer ich. Ich bin der Busfahrer. Okay, das ist kein Argument, ich weiß. Aber egal. Ich bin trotzdem nicht behindert, auch wenn es viele Leute sagen würden. Oh, wir kommen ja gleich zur Endstation. Astra-Promenade. Ostspeicher, alles klar. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja, und ich hätte gerne, dass du wieder aus dem Bus aussteigst. Wenn du mir jetzt schon auf den Sack gehst. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, wir kriegen eine. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mann, wollen die echt alle hier eine scheiß Fahrkarte haben? Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Auf die dir doch vorher. Oh. Ist hier auch noch Stau. Ey, dieser Arbeitstag als Busfahrer. Das ist einfach mal scheiße. Na gut, dann stehen wir halt hier mal wieder im Stau. Würde ich sagen. Können die jetzt auch mal fahren oder stehen wir hier eine Minute lang? Nächster Halt, Ostspeicher. Meine Güte. Oh, ich müsste da rein. Na egal, dann nehmen wir eine Kurzabkürzung. Oh, was stinkt denn hier so? Können Sie bitte Ihre scheiß Fresse halten? Hier stinkt es nicht. Wenn es hier stinkt, benutzen Sie Ihren scheiß Deo. Meine Fresse. Ist doch unnormal, diese Leute hier, ey. Was stinkt denn hier so, ey? Pass auf, dass du nicht gleich stinkst. Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Ja. Fragt man sich auch nur, warum. Meine Güte, ey. So. So, ich hab's gleich geschafft, sondern bin ich wieder on the Ziel. Eigentlich wäre ich schon längst fertig. Aber wegen dieser Scheiß. Umleitung. Oder weil ich einfach nur zu schnell gefahren bin. Habe ich ja ein bisschen länger gebraucht. 20. Hör!
fast 30 Sekunden zu spät. Nö, ich stelle mich jetzt nicht hier hin und warte. So. Da ist die Ostspeiche. Jetzt müssten wir sogar schon zur... Müssen wir sogar gleich... Ah ne, eine, es gibt noch zwei Haltestellen. Ach komm. Busfahrt dauert ja länger als, keine Ahnung. Tschüss. Tschüss. Haut ab. Haut ab alle hier aus dem Bus. So. Nordspeiche. Und danach ist die Endstation. Bitte Alange. Ich kenne diesen Satz in- und auswendig. Ja, hierum komme ich nicht. Ah, wenn ich einen Gelenkbus habe, boah, wie soll ich denn hier um die Kurven kommen? Nächster Halt, Nordspeiche. Zellermanns Forschungszentrum. Bitte alle aufschalten. Na gut, also ich würde mal sagen, weggeparkt habe ich nicht, aber... Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Fahrkarten wollen sie immer. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, sie kriegen eine ausnahmsweise. Danke. Bitte. Steigen Sie in meinen Bus ein und halten Sie die Fresse. Danke sehr. Nächster Halt. Zellermann, Forschung. Ist die Halt auch ins alte See? Endstation. Bitte alle aussteigen. Endlich kommt die Endstation. Darauf habe ich schon mein ganzes Leben lang gewartet. Wow. Da ist sie. Da ist die Endstation. Moin, Sie Werner. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Nächster Halt. Zellermann Forschungszentrum. Endstation. Wieder alle aussteigen. Ah, das war wieder ein harter Arbeitstag. Steigen Sie alle aus. Verpissen Sie sich hier. Tschüss. Mal wiedersehen. Tschüss, tschüss, tschüss. Gehen Sie raus, gehen Sie raus. So, noch kurz die Türen schließen. Ah! Was haben wir hier geschafft? Ja, eine Kollision. Zweimal zu stark gebremst. Sonst ist alles gut. 20.000 Euro gemacht. Was willst du mehr? Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ja. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Das interessiert niemanden. Ich habe das jetzt mal kurz gemutet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinem Discord vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.